Ich höre gerade, wir haben die erste Hochrechnung der Nationalratswahl 2019. So sieht das Ergebnis aus. Demnach kommt kurz, ohne Richtung, ohne Kurs, einfach kurz, ohne Hirn und ohne Herz, einfach kurz, mit dem Grinsen vor dem Sturz, einfach kurz. Wo will er hin? 37,2%. 37% sind von deiner Verwirrung begeistert und wählen heute den Regierungssprengmeister, diesen ruhigen jungen Mann namens Kurt Sebastian. Der sagt, er tut, was er kann. Doch ist das auch gut für dieses Land? Höflich gefragt. Wer weiß, ob er das Nötigste kann, denn seine brav schwiegersöhnliche Art hat vieles erst möglich gemacht. Sogenannte Einzelfälle, Ibiza, sie verhökerten den Staat. Das kann keiner schönreden, aber blöd ist, wenn gar keiner was sagt. Schweigt alles tot im großen Stil, warum bleibt er so still? Ein Wendehals zeigt bloß Profil, lenkt er das geile Mobil. Und bitte sei doch so lieb, flüstert ihm dein Norbert ins Ohr. Gemeinsam drehen wir die Zeit zurück in die 30er Jahr. Und dem Sebastian war klar, macht auf kleine Leid und Hacker. Lässt den Herbert von der Leine, der droht den Leuten mit dem Beidelbracker. Weckt 6 grüne Fit-Frisetten, 30 Fleck für seinen Butler. Und spielt perfekt die neue Rolle, er ist der Schweigekanzler. Er hat Millionen eingespart und verschwendete Milliarden. Irgendwelche fremden Personen schredderten dann auch diese Daten. Was will er denn nicht verraten? Viele fragen, Basti, bist du mundtot? Du wolltest übers Wasser gehen, jetzt agierst du wie ein U-Boot. Gerade noch im Kinderquandel und schon am Regierungsbankerl. Zuerst betreibt er mit China Handel und pfeift auf den Klimawandel. Dann greater als greater mit dem Umweltschutz im gelobten Land. Aber vorher kurz Washington für ein Selfie mit Donald Trump. Kurz, ohne Richtung, ohne Kurs, einfach kurz. Ohne Hirn und ohne Herz, einfach kurz. Mit dem Grinsen vor dem Sturz, einfach kurz. Wo ist er hin, wo ist der Scherz, einfach kurz. Ohne Rücksicht auf Verlust, einfach kurz. Denkt an sich und nicht an uns, einfach kurz. Große Ziele sind im Wurscht, einfach kurz. Wo will er hin? Yeah. Zum Bumste, zum Basti, die Hochrechnung rennt. Der Kurz ist zurück mit 37%. Spitzt eure Ohren und gelt eure Haare. Der Waldviertler schweigt ein paar weitere Jahre. Psst, der neue alte Bundeskanzler, Österreichs größter Förderer der Burschenschaftler. Auf weitere Monate im Durcheinander. Mit schön sprechen Norbert und Kurz dem Kanzler. Auf mehr Sparmaßnahmen, bis die Krankenkasse blutet. 1000 Frontex-Soldaten an die Balkanroute. Familienbonus für die Bankengruppe. Braune Einzelfälle sind dem Kanzler Schnuppe. Er will weiter regieren in seinem Größenwahn, bis der Verfassungsschutz uns vor der ÖVP warnt. Wartet ab, vielleicht einmal den Blödsinn benannt. Österreich zieht dich warm an. Denn hier kommt Kurz. Nur die Macht schützt seinen Durst, dieser Kurz. Ego-Mann seit der Geburt, dieser Kurz. Irgendwann dreht er dann durch, hier kommt Kurz. Verspekuliert, das Geld ist furt, unter Kurz. Aus seinem Mund nur heiße Luft, wie ein Furz. Das ist Kurz. Yeah. Seinen Durst, hier kommt Kurz. Ego-Mann seit der Geburt, hier kommt Kurz. Irgendwann dreht er dann durch, dieser Kurz. Unter Kurz. Verspekuliert, das Geld ist furt, unter Kurz. Aus seinem Mund nur heiße Luft, wie ein Furz. Das ist Kurz, yeah.